Es war einfach nix. Okay, Jungs, okay, komisch. Aber findest du das witzig, oder was? Weiß ich nicht, ein bisschen traurig, schockiert auch. Ja, auch dein Fahrer war ganz schön frech. Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wieder mit dem guten Monty. Es geht heute um 2500 Euro, wer uns die bessere Pizza liefert. Der Name ist Programm. Auch der Pizzabode kriegt auch 500 Euro, also der uns logischerweise die beste Pizza liefert. Abonnenten sehen wir gleich. Monty sehen wir, der hat großzügigerweise heute einen Tausender wieder reingesponsert. Ich würde sagen, wir holen die Abonnenten zu uns. Abonnenten bitte einmal zu mir! Wir haben alle Abonnenten am Start. Wenn ihr euch einmal kurz nur vorstellen wollt in ein, zwei Worten. Ja, moin, ich bin Gary, ich komme aus der Gegend und ich bin mal gespannt, was ich den Tag über erlebe. Ja, wir sind auch sehr gespannt. Bin sicher toll. Ja. Ich heiße Erik, komme aus Hamburg und bin 18 Jahre alt. Was geht? Ich bin Yannick, bin 27, komme hier auch aus Hamburg, aus Barmbek und hoffe, dass ich heute die beste Pizza habe. Ja, wir sind sehr gespannt. Ich muss sagen, ein, zwei Pizza-Lieferdienste kenne ich schon. Die sind... Verpiss dich. Die kenne ich schon. Die sind sehr, sehr stark. Ich habe sie nur nicht als Lieferservice bisher getestet. Bei dir habe ich schon gesagt, von dir, du könntest 40, aber auch 25 sein. Und du bist tatsächlich schon 40 Jahre. Ne? Nee, also 25 ist er. 40 bist du, ne? Ja, ich habe euch auch lieb, danke. Bist du untenrum auch noch fresh, so? Ja, man fühlt sich jung. Sehr geil. Ja, wir werden direkt jetzt bestellen. Marcel schiebt uns wieder seine Tage. Der hat heute seine Binde nicht umgewickelt. Und ja, dann legen wir los. Also für euch schon mal wichtig, wir bestellen bei Lieferando. Wenn ihr bei Lieferando Geld sparen wollt, 10 Euro for free für jeden, der auf meinen Link klickt unten. Wie, was, warum, erkläre ich jetzt, würde ich sagen, gleich nochmal hier extra. Das schon mal vorab. Und ja, für dich erstmal. Du hast dir Mission Pizza ausgesucht, ne? Weil ich finde, dass es eine moderne, gute Pizza ist. Ja. Und es gibt ja so viele Einheitsbrei hier in Hamburg. Und ich dachte, warum nicht mal dann was Modernes? Und ich habe noch nicht gesehen, dass du das probiert hast. Jedenfalls nicht im Video. Nee, habe ich noch nicht. Und ich war da mit Kollegen ein paar Mal, fand es gut. Deswegen habe ich das heute mitgebracht. Ja, cool. Dann lass uns mal einmal zusammen hinsetzen, bestellen wir eben direkt, werden bei Lieferando bestellen. 10 Euro gratis. Es ist eine easy Sache, was ich euch jetzt erzähle. Ich denke, jeder von euch hat schon mal Hunger bekommen bei meinen Videos und jeder von euch hat schon mal Essen bestellt. Es ist eine easy Sache, was ich euch jetzt erzähle. Und das Ganze kostenlos. Ihr ladet euch die App bei mir in der Videobeschreibung runter. Das ist egal. Das ist ein Cashback-Anbieter. Dann installiert ihr das entweder auf euren Browser oder auf dem Handy oder beides. Immer wenn ihr auf einer Seite seid, wo es Cashback gibt, zeigt die Seite euch das an. Mit meinem Link in der Videobeschreibung kriegt ihr zum einen 10 Euro gratis. Das andere, ihr spart bei jeder Bestellung. Nicht nur bei Lieferando, sondern bei bis zu 1800 Anbietern in Deutschland wie Mediamarkt, Otto, H&M und. Cashback-Anbieter bedeutet eigentlich nur, es gibt eine Provision für Igral. Bis zu 90% kriegt ihr von dieser Provision zurück. Das wird an euch ausgezahlt. Ihr habt auf eurem Konto ja dann 10 Euro schon gut geschrieben. Bei 20 Euro könnt ihr es über PayPal oder über Bankverbindung auszahlen. Was ihr auch machen könnt, also angenommen, ihr sitzt jetzt zu zweit, guckt das Video. Einer lädt sich das runter, kriegt 10 Euro umsonst, lädt auch noch den anderen ein. Dafür kriegt ihr auch noch 5 Euro gratis und so könnt ihr nach und nach was beiseite packen, könnt es auszahlen. Das Ganze nochmal zeige ich euch anhand des Beispiels Lieferando, wie das Ganze funktioniert und dann geht es weiter im Video. Also ich bin auf der App von Igral. Ihr könnt jetzt auf sämtliche Kategorien klicken. Ich klicke einfach mal auf Top Partnershops. Da gibt es echt krasse Angebote. Otto bis zu 15 Euro Cashback. Lieferando 3%. Bonprix 20% Cashback. Also es gibt echt heftige Angebote. Lieferando könnt ihr auch einfach oben in der Suchleiste suchen. Klickt drauf. Cashback wird aktiviert. Und dann könnt ihr einfach ganz normal shoppen. Daher gebt die Adresse ein, wie ihr es kennt und Cashback sichern. Wie gehabt, Link für Igral in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Erklär uns doch mal eben, was du für uns bestellt hast, dass wir uns seelisch drauf einstellen können. Einmal die Pizza Hot Honey und dann machst du einmal noch die King Hill. Also zweimal und dann haben wir das. Wie gesagt, das ist eine modernere Pizza, ist also nicht unbedingt immer das, was man so kennt, wenn man in eine normale Pizzeria geht. Da hast du Chili-Honig dabei und eine schöne scharfe Salami. Und Monte, für dich ist eine Margarita mit Bio-Burrata. Burrata, gut. Burrata kann richtig reinfetzen, aber geliefert ist halt auch wieder das Ding. Na, ihr kennt das selber, vor Ort eine Pizza ist 1000 Meilen weiter Unterschied. Jungs, ihr habt eben mitgekriegt, ne, was wir bestellen. Das hörte sich schon wild an, ne? Ich weiß nicht, überlegt, vielleicht Klassiker sind besser. Ja. Ach ja, bevor ich es vergesse, ihr könnt euch auch direkt bewerben für die nächste Folge, ob es um Pizza geht oder sonst was. Bewerbt euch einfach mit Hashtag Holle. Worum es geht, gucken wir dann, aber haut es in die Kommentare rein. Ja, wir warten jetzt auf die Pizza, kommt direkt. Wir haben schon mal unseren Statisten am Start. Der wird hier Benja.
Ja, du wirst das gleich regeln vorne. Was ist das für ein scheiß Outfit? Das habe ich ihm. Er hat auch noch einen Stab dazu. Also Benja wird hier mit draußen auf den Abonnenten warten. Also deine Mission ist es einfach auch nichts zu sagen, auf den Abonnenten sage ich, wenn der Lieferbote kommt. Du sagst nichts. Ein Typ mit einem komischen Stock und einer Gardine um den Hals. Aber ey, das ist eine geile Holle-Aktion diesmal wieder. Es ist eine Holle-Aktion, die völlig zusammenhangslos und gar keinen Sinn macht. Mega. Viel Glück dir schon mal, ne? Danke, danke. Geht um 2000 Euro für dich. Ja, würde schmecken. Das ist so unangenehm, Holger. Das sagst du wirklich, der ist so. Alter Maul. Wisst ihr, warum das unangenehm ist für ihn? Er ist ziemlich eifersüchtig. Zieh doch mal deine Hose runter. Ja, ich habe keine Unterhose an. Was viele nicht wissen, und es ist Real Talk und keiner kann es abstreiten, er hat vorhin schon meinen Schniedelwurz angefasst. Wegen dir, kleinen. Dann habe ich eine Woche Sperre bekommen. Nee, weil du hast das zu doll zelebriert. Marcel ist mir aber wieder unten einen Schritt gegangen und dann hat er da Zeitlupe rauf und wieder geguckt, sich Gedanken für später gemacht, wenn er alleine zu Hause ist, wisst ihr? Dein Originalvideo ist doch live? Das ist live. Ich habe dann aber danach noch die Szene rausgecuttet. Ich wollte gerade sagen, alle mal melden. Piss ich. Moin erstmal, du wusstest von nix, ne? Digga, was geht's hier? Ja, guck mal, wer da noch kommt. Kennst du den? Ey. Er wusste von nix. Was geht's, Moin? Jonne. Moin. Ja, das ist unser Pizzabude. Also, die, für dich einmal kurz noch. Dein Chef hat nichts erzählt, ne? Also, dass heute was Besonderes ansteht. Ja, aber nicht, was genau ansteht. Also, das Geile für dich ist heute, du hast ja die Pizza ganz normal geliefert. Ein Abonnent hat deine Pizza vorgeschlagen. Wir haben heute 2000 Euro, wer uns die bessere Pizza liefert oder die beste Pizza. Mit dem kleinen Aufschlag, der Lieferant kriegt auch 500 Euro. Das heißt, wenn deine Pizza von dreien heute die beste ist, kriegst du 500 Euro. Von drei? Das schmeckt, ne? Ja, komm, wir fressen. Wir müssen hier rüber, Monty. Was wird das geliefert? Einen heißen Stein, was bedeutet das? Die Pizzen, wenn sie mal 10 Minuten länger unterwegs sind, natürlich schön warm bleiben, ja. Noch genießbar sind. Aber das Beste habt ihr auch verpasst. Wir liefern zu jeder Bestellung eine Süßigkeiten-Tüte. Ah, okay. Also die Verpackung ist schon special, Digga. Geil, ne? Stark. Ja. Kanntest du den Lieferservice? Noch nie getestet. Also ich finde die Verpackung sehr, also ne, die Verpackung ist schon was Besonderes. Boah, der ist schön weich noch, ne? Ja, fluffig. Trotzdem knusprig. Ja, so soll es auch sein. Das ist das, wo sich der Käse noch so richtig verhärtet und so, was geil wird. Guten Hunger. Guten Hunger. Was mir aber direkt auffällt, was schon special ist, die ist sehr dünn in der Mitte. Ich glaube, bei mir ist auch leicht Honig drauf. Deine ist die mit Honig, ja. Das ist das, was ich meinte. Mhm. Aber dezent, ganz dezent. Schön teigig heran. Wie ist der Käse, dieser Burrata? Burrata ist sehr gut, ja. Erstmal unabhängig von der Benotung, die sagen wir gleich erst. Wenn du das jetzt vergleichst mit allen Lieferservice-Pizzen, die du so hattest, ist das stärker oder ist das so Mittelfeld? Geschmack sage ich noch nichts zu. Aber wir sind in einer Riesenstadt wie Hamburg, wo es Lieferservice masse en masse gibt, wo du dich abheben musst von der Konkurrenz. Und ich finde das, egal ob jetzt positiv oder negativ, haben sie auf jeden Fall geschafft. Sein Lieferservice-T-Shirt sieht trendy aus. Die Verpackung, die Pizza könnte auch trendy sein. Aber wir bewerten ja heute nach Lieferservice-Ranking. Ja? Also du hast ja schon Pizza gerankt. Genau. Die wir jetzt bewerten, kommen auch an einem Pizza-Lieferservice. Aber nur Lieferservice, genau. Ja. Weil es ist natürlich kein Vergleich, eine Pizza ganz frisch zu bekommen. Lieferung ist immer versteißt an Qualität, wenn das jetzt war vielleicht dumm ausgedrückt. Aber ja, nach Lieferservice und bei dir dementsprechend genauso. Mit einem Honig ist schon sehr geil. Hast du leider, glaube ich, nicht bei dir drauf. Waldhonig, würde ich sagen, ist da drauf. Weißt du das? Ruf deinen Chef an, bitte ruf deinen Chef an. Soll ich ihm echt schreiben? Ja, apropos, weiß mein Chef überhaupt Bescheid, dass ich hier so lange bin? Ja, der weiß, das habe ich abgeklärt. Ein Glück, das habe ich abgeklärt. 500 gewonnen, aber Kündigung direkt. Lösen wir später auf. Ruf ich gleich nochmal an. Er ruft bestimmt gleich zurück. Also, ich finde, zu einer Pizza gehört nicht nur einfach, dass sie angeliefert wird, sondern ich finde auch Pizza ist ein bisschen Lifestyle. Hier hat man das Gefühl, man kriegt nicht nur eine Pizza, man kriegt etwas. Den ruf ich gleich zurück. Geh rein, jetzt will ich auch wissen. Philipp Holle hier, nur eine kurze Frage, ne? Ja. Was für eine Sorte Honig hast du auf der Pizza drauf gehabt? Blütenhonig.
scheiße, ey. Ja, Versager, Loser. Aber einen Nachteil bei der Pizza kann ich dir schon direkt sagen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir hatten so eine kleine Raupe hatten wir in der Pizza. Nein. Das können wir auch nicht rausnehmen aus dem Video. Nein, ernsthaft? Nein, war Spaß. Ich fand die Pizza schon sehr köstlich, muss ich sagen. Also ich würde dieser Burrata-Pizza eine 8,9 geben. Der Teig war knusprig. Jetzt gibt er wieder 6 Punkte, ich stehe wie Idioten. Nee, pass auf. Für eine Lieferservice-Pizza war das ultra stark, ne? Das kann ich schon mal sagen. Wirklich ganz stark. Wenn man jetzt die Augen geschlossen hätte und nicht wusste, dass man die geliefert hat, dann hätte das auch im Laden sein können. Geile Salami, geiler Käse, geiler Rand, geil mit dem Honig, Special Feeling gehabt. Boden war super knusprig, wirklich wie in einer Pizzeria. Einziges Manko, zwischendurch einmal kurz Tomatenfeeling, wie von, sag ich mal, einer Günstig-Pizza so. Vielleicht auch eine Tiefkühlpizza so, wenn man, sag jetzt auf Dubai eine von gut und günstig holt. Ganz kurz das Feeling gehabt, aber nicht, dass das meine Gesamtnote deutlich verschlechtert. Boah. Das ist eigentlich so ein Moment, wo ich jetzt sagen würde, ich muss mal rausgehen, aber ich will euch das jetzt nicht antun. Ich gebe eine 8,8, ich gebe eine 8,8, die ist sau stark. Die Ohr, jetzt hätte ich hier beinahe die Mütze. Egal, endlich sind wir mal einer Meinung. Ja, also astrein, und ich habe viel Lieferservice bestellt. Ich habe viel in Deutschland rumgekommen wegen Pizzen. Beinahe könntest du die wirklich reinnehmen, sogar ein normales Ranking. Stark, muss ich sagen. Stark. Also, ja. Stark, willst du? Was ist da? Und eine Naschetüte? Weingummi ist das. Oh, kennt ihr den hier immer noch? Darf ich das wegnaschen hinter dem Ohr? Wir gehen in die Runde 2. Wir bestellen direkt mit den Abonnenten bei Lieferando und dann geht's weiter. Sudi, wir gehen in Runde 2. Du bist mit deiner Pizza jetzt am Start. Wo bestellen wir? Also wir bestellen bei Pizza Puro, weil die ihren Teig selber machen, weil die einen ordentlichen Ofen haben und weil vor Ort es auch wirklich gut schmeckt. Okay, wirklich top. Die Frage ist jetzt, liefern die auch gut? Werden wir gleich sehen, was für Pizza bestellst du für Monty und mich? Einmal den Klassiker Marinara und einmal eine Pizza Inferno, damit es ein bisschen schärfer wird und was Extravagantes ist. Die Marinara ist vegan. Sehr schön. Ich liebe Salami. Würde ich sagen, bestellen wir direkt bei Lieferando und dann sehen wir uns gleich in Runde 2. Sehr gerne. Mhm. Der Lieferant bleibt jetzt hier, ne? Der bleibt hier. Genau ist mit dem Game. Auch mal gegenseitig an passen. Gib 250 extra. Ich hau 250 extra. Hello, we want to test your pizza. We have 3 different people and we order the pizza and the best pizza gets some money. Also for the delivery guy like you, when this is the best pizza, you get 500 euros. Fine for you? Okay, easy. Marcel, für dich nochmal. Ich habe eben schon außerhalb der Kamera gefragt. Sowas hast du noch nie gesehen, ne? Das ist neapolitanisch. Doch, natürlich. Ich kenne nicht sowas, ja. Klar. Nicht geschnitten, schon mal Minuspunkte, sage ich. Was ist da los? Scheiße, alles auseinandergefallen. Also wenn wir jetzt das mit der ersten Pizza vergleichen, da war ja der Rand sehr knackig. Ja. Aber ist das Standard bei dem, dass es eher so ein bisschen zäher ist? Absolut nicht. Das kann ich auch mal schon mal vorwegnehmen. Hätte ich sonst gleich gesagt, wenn ich an der Reihe bin. Es gibt eine Problematik bei diesen neapolitanischen anscheinend, weil ich habe mir die nur einmal liefern lassen und die hatten sogar ein Spezialverfahren. Damit eben Folgendes nicht passiert, es ist jetzt passiert. Ich kenne die Pizza vor Ort und das ist eine starke Pizza. Das ist wirklich für alle Zuschauer, es ist wirklich eine starke Pizza. Pizza Puro vor Ort, unbedingt mal probieren. Aber bei einer neapolitanischen Pizza ist das Problem, diese Fluffigkeit, dieses Erlebnis von einer Wolke im Rand, weshalb man eine neapolitanische Pizza bestellt, geht hier verloren, es wird ein bisschen pappiger. Ja, halt nicht mehr dieses, was eigentlich die Pizza ausmacht. Ich fand sie geschmacklich richtig stark, aber wie du es gerade gesagt hast, der Rand war so ein bisschen so zäh, halt nicht mehr so frisch irgendwie. Und ich würde der Pizza 8 Punkte geben. Ich korrigiere, 7,9 gebe ich. 7,9. Ich muss eine Sache feststellen, ich weiß nicht, die letzte Pizza, die wir kriegen, ist auch eine neapolitanische. Das einfach nicht geht per Lieferung. Aber alles, wofür diese Pizza steht, geht durch die Lieferung einfach schlechter. Schöne Tomatensauce, du merkst, das, was eine Pizza ausmacht, der schwarze Rand, geht in Geschmack über super. Aber da kann ich. Die Salami, ihr wisst, ich bin immer ehrlich, habe ich leider nicht so gefühlt. 7,3. Gibt eine 7,3. Stärker kann ich nicht geben, aber unbedingt vor Ort testen. Das heißt, wir haben schon mal einen Kandidaten, der rausscheidet. Einen Kandidaten, der rausfliegt. Ich liebe euch.
Kein Problem. Für den Pizzaboten zumindest ein Fuffi eben auf die Hand. Maybe you could tell your emotions now, you feel. Probier mal, Brandkreuzfeuer. Ja, ich probier mal, gerne. Diesen Bereich vom Gewürz, vom Tomatenmark-Feeling. Ultra geil. Oder? Da fällt auch das weg, was ich bei der Salami eben hatte. Gewürz, Tomatensoße, Käse, super, ein geiles Produkt. Wirklich ein geiles Produkt. Kennst du doch, bist du schüchtern? Ja. Bist du schüchtern? Pass mir an, bin ich schüchtern. Ah, scheiße. Da hat man ja richtig Bock, jetzt reinzubeißen, Digga. Ja, vergessen, für die nächste Pizza zu bestellen. Das ist eine gute Pizza, also wirklich, ist alles super. Danke. Also wir haben ein kleines Problem. Der Kollege hat jetzt nicht drauf geachtet. Seine Tazi-Pizza hat schon auf, aber sie liefert noch nicht. Wir werden jetzt folgenden Ausweich-Move machen. Eric hatte die gute Idee. Wir lassen das vom Taxi-Service liefern. Und der Taxifahrer wird dann mit im Game sein für den Pott um die beste Pizza und dementsprechend 500 Euro Preisgeld. Also letztlich egal. Hauptsache, es sind drei Leute im Game. Deine Pizza auch neapolitanische. Du hast eben gemerkt, was bei der Lieferung damit passieren kann. Hast du ein bisschen Arschwasser jetzt deshalb auch? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen mehr. Ja, glaube ich, weil das könnte knifflig werden. Da muss schon, gute Erkenntnis so von dem Video, dass diese Pizzen echt schwierig sind fürs Liefern. Wir haben letzte Pizza jetzt am Start, Tazi-Pizza. Ich kann nur hoffen, dass Neapolitanisch diesmal nicht wieder enttäuscht. Ja, Marcel, lass uns gönnen. Die kannst du aber schon, Holger, ne? Die kann ich. Mhm. Frisch ist das so ziemlich die beste Pizza in Hamburg. Nur das dazu. Das war für den Forzer-Freund. Ja, haben wir nicht auf Kamera gehabt. Nee, er hat mir aber ins Gesicht geforzt eben und jetzt habe ich ihn ins Gesicht gerülpst. Zahltag. Du bist ein Fucker. So, ihr Lieben. Wie gesagt, wir haben, wenn nicht sogar die stärkste Pizza Hamburgs gegen jetzt irgendeinen random Lieferservice, den ich noch nie vorher gehört habe. Das ist das Finale. Also, was mir an dieser Pizza hier besser gefallen hat, war ganz klar der Teig. Der Teig ist knackiger, lässt sich besser essen. Er ist immer noch typisch für die Pizza so ein bisschen, ich will nicht sagen gummilastiger, aber man kaut länger da drauf rum. Wir haben ja bei beiden eine Margarita gegessen. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Belag bei der anderen, du hattest ihn ja auch Probe gegessen, vom Geschmack besser fand. War ein bisschen mehr Gewürze drauf, irgendwie die Tomatenmark hat mir mehr zugesagt. Trotzdem war es eine sehr starke Pizza, wie ich finde, stärker als die von dem Kollegen vorher. Bei der anderen habe ich 7,9 Punkte gegeben. Ich würde dieser Pizza... Du, der war so schlecht angetäuscht. Oh, scheiße, der hat mir fast in die Hose gekackt. War ein Quietscher noch zu hören zumindest? Ha, witzig. So, also ich würde dieser Pizza, so wie sie hier heute gekommen ist, solide 8,3 Punkte geben. Also sie ist theoretisch noch im Game, wenn ich jetzt eine kranke Bewertung gebe. Vom Gesamtkonzept her, wie sie aufgebaut ist, von der Umsetzung, wie sie ankommt, ist diese Pizza stärker als sie eben. Es lässt sich darüber streiten, darüber, ob der Belag stärker oder schlechter ist. Bei anderen Pizza war sehr stark, bei der anderen neapolitanischen dieses Gewürz da drauf und so, das war schon super. Aber dadurch, dass dieses Zusammenfallen und alles, es hat so das Gesamtfeeling kaputt gemacht, da ist diese stärker, deshalb kriegt dieser auch eine stärkere Bewertung von mir. Ich gebe für diese Pizza. Unbedingt dranbleiben nach der Bewertung. Wir werden noch einmal den Chef danach anrufen und ein bisschen Hops nehmen, nur dass ihr nicht abschaltet. Künstliche Spannung aufbauen, obwohl jeder schon weiß. 8 von 10 Punkten. Hat nicht gelangt. Es hat nicht gelangt. Oh, da, mein Lieber. Also die 500 für dich schon mal safe. Oh! Ach nein, für dich 2000 Euro oder du gehst in die zweite Runde gegen eine andere Pizza um 4500 Euro. Es ist schwer, weil es ist viel Geld. So, wenn ihr mit mir einen Deal macht, 500 habe ich safe und 1,5 setze ich. Dann bin ich nächstes Mal dabei. Also um 4000 Runde 2, aber du hast 500 dann safe. Ja,
bin ich dabei. Das ist ein Deal, die. Das ist ein Deal. Der erste mit Eiern. Er geht in Runde 2 um 4.000 Euro nochmal 500 an der Safe. Möglicherweise nicht, wenn ich das nochmal kurz sagen darf. Ich wollte es vorhin nicht direkt am Anfang sagen, Jungs, um euch nicht den Mut rauszunehmen. Aber die Pizza, die erste Pizza, die wir heute gegessen haben, war, glaube ich, die beste Lieferpizza, die ich jemals gegessen habe, muss ich wirklich sagen. Also die Pizza war ultra und ich gebe dir recht, ich glaube, das war auch meine beste Lieferservice-Pizza bisher. Du kriegst 500 Euro jetzt. Hallo, hier ist Marcel, aka Monte. Ah, moin, na, was geht ab? Nicht viel, wir wollten dir nochmal, weil du ja vorhin so korrekt warst, auch nochmal ehrliches Feedback geben. Ja, sehr gerne. Also wir hatten ja 3 Pizzen und eure Pizza ist leider nur Dritter geworden. Die anderen waren einfach okay. Zu stark in der Konkurrenz. Die Salami war auch geschmacklich nicht so gut. Generell, Marcel, wollen wir den Hund beim Namen nennen, wollte ich gerade sagen, es war einfach nichts. Okay, Jungs. Komisch. Aber findest du das witzig, oder was? Weiß ich nicht. Bisschen traurig, schockiert auch. Ja, auch dein Fahrer war ganz schön frech. Der war unsympathisch auf der Kamera. Ja, okay, jetzt habt ihr euch verraten. Ich sag allen vielen Dank fürs Dabeisein. Guckt gerne nochmal in der Videobeschreibung nach. Für Igral 10 Euro gratis und natürlich sparen bei jeder Lieferando-Bestellung. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne?